Herr Scheidel, Glückwunsch zum Sieg. Wie sahen Sie das Spiel heute? Okay, vielen Dank für die Glückwünsche. Das Spiel sah ich sehr, sehr schwierig für uns. Wir waren nicht gut. Wir haben das Spiel glücklich gewonnen und die 3 Punkte. Und das ist dann das, was zum Schluss zählt. Rückstand gedreht, reicht Ihnen trotzdem nicht, um das Spiel gut zu finden? Nee, die Mannschaft, ich erkenne sie fast nicht wieder. Sie ist sehr, sehr verunsichert. Ich weiß nicht, woran es liegt. Sie tut sich sehr, sehr schwer in den einfachsten Situationen. Wo wir noch in der Vorrunde alles richtig gemacht haben, machen wir momentan sehr viel oder auch alles falsch. Und es ist schon sehr, sehr ärgerlich. Was ist der Grund für dieses Straucheln? Was meinen Sie? Ich habe keine Ahnung. Wir haben unsere Gehälter am 22. April für den April bezahlt. Also an dem kann es nicht liegen. Aber wie gesagt, ist ein Rätsel, an was es liegt. Hat sich dieses Rätsel auch dann auf die Situation mit dem Trainer ausgewirkt? Und was hat es dann dazu geführt, dass der Herr Michael Witwer das Handtuch geschmissen hat? Ja, okay, das war eine reine Angelegenheit zwischen Mannschaft und Trainer, wo wir als Verein einfach auch uns die Hände gebunden waren. Das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer war nachhaltig gestört. Und da war es klar, dass es für den Michael auch schwer wird, hier weiterzumachen. Und deshalb hat dann er diese Entscheidung dann halt getroffen. Können Sie sagen, warum das Verhältnis gestört war? Ach, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube einfach, es sind 5,5 Jahre, lange Zeit. Und um so ein Verhältnis dann immer top zu halten, muss man es sehr pflegen. Und ich glaube, dass da von beiden Seiten, Trainer und Mannschaft, Fehler gemacht worden sind. Ne? Und das Ergebnis war halt dann nicht mehr zu verhindern. Hat die schwache oder verhältnismäßig schwache Rückrunde dazu beigetragen, dieses Verhältnis zu stören? Ja, ich denke einfach, die Mannschaft war nach dem Bayern-Spiel in einer Euphoriephase pur. Der Mannschaft ist alles gelungen, alles. Und ja, klar, der Start war sehr schwierig aus der Pause raus. Gleich verloren in Freiberg, zu Hause gegen Pfullendorf, sehr durchwachsen gespielt. Und man muss einfach sagen, die Mannschaft ist seit Beginn der Rückrunde nicht mehr die, wie sie vorher war. Jetzt ist ja seit einigen Spieltagen, seit ein, zwei Spieltagen ein neuer Trainer da, der Herr Deiß. Konnte er was bewirken? Ja, okay, es ist für ihn sehr, sehr schwer, in so einer Phase zu kommen. Ich bin glücklich, dass er überhaupt gekommen ist, weil es gab ja auch keinen Grund für einen Trainerwechsel. Wir haben es ja nicht forciert. Und natürlich ist es schwer, in so einer Phase es zu übernehmen. Aber ich denke mal, wie sagt man so schön, am Ende kackt die Ente. Jetzt geht es für Sie weiter. Zunächst einmal gibt es ein Auswärtsspiel beim Kieler FV und dann gibt es noch den Endspurt. Viele sehen Sie schon bei den Relegationsspielen. Wie sehen Sie die Spiele, die jetzt kommen und ja, die Aussage, dass es jetzt in die Relegation geht? Ja, okay, wir versuchen jetzt mal am Freitag die Tabellenführung zurückzuholen. Wenn wir in Kiel gewinnen, sind wir Erster. Dann liegt der Druck wieder bei Ulm. Wir hoffen, dass wir diesen Dreier in Kiel holen können. Wird sehr, sehr schwer. Aber wir versuchen alles und dann mal sehen, wie Ulm mit der Drucksituation umgeht.